Ja, Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind beim Jarl und wecken ihn, weil wir uns zum Tarne küren lassen wollen. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Ja, ich habe eurem Volk geholfen, ganz wie ihr mich gebeten habt. Jetzt guck mich doch mal, jetzt komm doch mal her, so. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tarne von Reach. Yay. Glückwunsch. Danke. Ich gewähre euch einen Huskarl, der eurem Haus vorsteht. Sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Was ist es? Ich werde auch meine Wachen über eure neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Klinge von Reach hinzugefügt. Sehr schön, das heißt... Habt kein Erbarmen mit diesen Abgeschworenen. Nein, haben wir nicht. Ja, verstanden. Das heißt, wir gucken uns erstmal die Klinge an. Ganz kurz. Schaden 33, Stahlaxt, stirbt das Ziel innerhalb von 5 Sekunden und Seelenfalle drauf. Seelenfallenzauber haben wir schon, ansonsten ist der Seelenfallenzauber ein eher seltener Zauber, den man auf nicht allzu vielen Waffen findet. Alle, die diesen Zauber suchen, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Waffen gibt, irgendwelche fixen Waffen, die den immer haben, ansonsten ist es natürlich random, welcher Zauber auf welchen Waffen ist. So, jetzt, ja. Wir sind Tarne, die Wachen sind informiert, ich denke, wir können mit der Detektivquest weitermachen. Werden aber jetzt als allererstes mal ja doch hier verschwinden und nicht erst die Quest hier unten machen in den Ruinen. Die Ruinen knöpfen wir uns später mal vor. Wollten ja eigentlich auch erstmal die Dedra-Quest machen und hüpfen hier jetzt schon wieder folgenlang in Markart rum. Aber so ist das halt bei einem Open-World-Spiel. Da entdeckt man immer was Neues. Ja, aber jetzt gucken wir uns erstmal unser Haus an. Und danach werden wir gucken, ob wir vielleicht noch ein paar kleinere Quests, ich vermute... Ein paar kleinere Quests in Markart erledigen können. Ich vermute, die Quest mit der Spinne in der Ruine ist doch eine etwas längere Quest, weil Zwergenruinen ja doch recht groß sein können. Aber ich glaube, die Detektivquest, der werde ich in den nächsten Folgen noch auf die Spur gehen, bevor wir uns dem nächsten Bruchstück für Merunes Klinge widmen. Weswegen wir ja eigentlich irgendwie hier sind. So, Orientierung, Orientierung, Orientierung. Haus Vlindrill war ganz am Anfang am Marktplatz. Ist es nicht das schon? Nein. Ja, hier gehen wir jetzt runter zum Marktplatz. Ärger oder so? Hier hoch war's. Aha. Schwuppdiwuppdiwupp. Und hinein in Vlindrill. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Weil mir ja Zwergenarchitektur in Skyrim sowieso ziemlich cool gefällt, was man auch in allen Zwergen-Dungeons und überhaupt bei allem, was mit Zwergen zu tun hat, so ein bisschen gemerkt hat. Deswegen hoffe ich, dass mir das Haus auch so gut gefällt wie die restliche Architektur. Ja, wachsam, wir haben ein neues Heim und können hier sammeln. Das lasse ich jetzt mal. Da haben sich ja auch zu Recht in ich muss gucken, wie die Stadt heißt. Mein Gedächtnis lässt mich mal immer so dermaßen im Stich. Ja, Riften, vielen Dank. Haben sich in Riften einige zu Recht aufgeregt, dass ich halt das ganze die Regal und alles komplett geplündert habe. Was da natürlich nicht mehr schön aussah. Kann ich auch verstehen. Ah, hier, pass mal auf. Ach, ist ein Dolchständer. Ich habe keinen Dolch. Ach, schade. Passt da vielleicht auch eine Axt rein? Ist doch eine ganz normale Vitrine, da muss doch irgendwas anderes reinpassen. Wir reden erstmal mit Argis das Bollwerk. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Ja. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Gut, wir wissen, was ein Tarne ist, wir wissen, was ein Huskarl macht und folgen muss er uns nicht, also gibt's hier nichts weiter zu bequatschen. Warst du das oder war ich das? Vorsichtig damit! Hä? Ist doch nur ein Korb. Chill mal. So. Nee. Korb.
einfach mal bitte ins Regal. Will er nicht. Ich will dich aber auch nicht hier so dumm rumliegen lassen. So, Korb auf den Stuhl. Fertig ist der Lack. So, wir haben hier wieder Vitrinenschränke mit 3 Gold. Wie äußerst freundlich. Du hast die jetzt da unten hingesetzt. Soll mir auch recht sein. Ein Blasebalg. Damit können wir die Glut neu entfachen. So, hier unten. Was ist das? Eisgeistzähne. Bücher. Das lassen wir natürlich alles mal hier liegen. Die Bücher waren nicht viel wert. Die müssen wir nicht zwingend lesen. Eisenrüstung, Eisenstiefel und auch so eine Figur. Ach, der können wir ja dann nochmal eine Rüstung anzwicken. Hirschfell und hier können wir Waffen anbringen, wie wir lustig sind. Hier liegt eine blaue Magierrobe rum. Seht's mir nach, aber die Seelensteine räume ich aus. Auch wenn's kleine und winzige sind. Magie vom Himmel. Knochenmehl, das nehmen wir auch mal mit. Ah, den mächtigen... Wir haben eigentlich genug Mächtige. Da können wir eigentlich da stehen lassen. Der sieht da ziemlich cool aus und sehr dekorativ. Das sieht übrigens auch unglaublich dekorativ aus. Das hätte ich auch gerne privat RL neben meiner Tür hängen. Das wäre toll. Und das ist ein Skiver. Und hier ist unser Arcana Verzauberer. Hier ist noch Platz im Waffenständer. Hier ist noch ein winziger Seelenstein. Ja. Hier ist unser Alchemielabor. Leider auch hier ohne Trankmischerbeutel. Ja, ich weiß, ich hätte für das Haus in Riften, hat mir auch jemand eine Mod geschickt, dass da ein Dingsbums ist, ein Trankmischerbeutel. Aber ich wollte dann irgendwie doch gar nicht nach Riften ziehen, deswegen habe ich die Mod auch nicht weiter benutzt. Das können wir alles mal hier stehen lassen. Trollfett, ja. Wenn wir irgendwann mal was brauchen. Ja, ist ja gut. Mach Platz. Brav. Jo, ich kann ja mal gucken, ob es eine Mod für einen Trankmischerbeutel. Da ist er. Sehr schön. Falkenfedern und Schneebären. Oh, 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 ich bin ja stark geneigt, wenn ich die Zeit dazu habe. Ich will nicht onscreen mit euch umziehen, weil das einfach nur nach Weißlauf reisen, Sachen einpacken, bis man voll ist, zurück nach Markart reisen, alles umräumen. Das muss ich nicht unbedingt onscreen machen. Das würde ich dann offscreen machen und würde euch das Ganze dann natürlich präsentieren. Selbstverständlich. Das heißt, hier ist dann ein Esszimmer. Haben wir ja auch ein Schlafzimmer. Boah, ist schon recht groß hier. Das Haus gefällt mir voll gut. Truhe. Jede Menge Schränke. Da passen locker wieder alle Steine und was weiß ich nicht alles rein. Hier ist noch ein Dolchständer. Schön. Mir gefällt's. Alle roten Tränke sacke ich umgehend ein, die ich hier sehe. Hundefleisch. Na, ja, das wird dich nicht so freuen, ne? Nee, ich war's aber nicht. Das lag hier schon. Kann ja nichts für. Bin unschuldig. Dolchständer. Wir brauchen unbedingt Dolche für unsere Dolchständer. Hier ist wohl die Bude von unserem Bollwerk, dessen Vornamen ich gerade vergessen habe. Schubdidubdidu, wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Argis, das Bollwerk. Ja, schön. Also mir gefällt es super gut in Vlindrell, muss ich sagen. Und ja, ich werde es mir überlegen, wenn ich nach dieser Aufnahmesession, dann finde ich hoffentlich nach irgendeiner anderen oder zwischen irgendwelchen anderen Aufnahmesessions mal die Zeit, offscreen umzuziehen. Ich denke, das ist ja auch nicht in 5 Minuten gemacht. Das wird schon so halbe Stunde, Stunde dauern, bis man weiß, wo man alles hinlegt. Und. Und dann werden wir, glaube ich, mal ein bisschen frischen Wind in die Sache bringen und uns in Markart häuslich einrichten. Obwohl ja Briesenheim auch schick ist, aber naja, ist halt so mal was anderes. Ist, glaube ich, auch ganz nett.
Muss auch mal sein. So, was machen wir denn jetzt noch, den Rest der Folge? Ich glaube, wir kümmern uns noch um die Detektivquest. Ja, ist ja gut. Kann ich dich eigentlich auch... Wenn ich dich anspreche... Ja, dann, ich könnte ihn auch in der Wohnung lassen, aber nö. Ja, wir gehen mit dir jetzt die ganze Zeit ununterbrochen Gassi. War ich hier oben schon? Ja, Nepos Haus, stimmt. Wir wollen aber, wo war denn das? Wo war denn das? Das war auf der anderen Seite bei der Schmiede und so. Ich habe mir einmal eine Felsenhaxe zugezogen, aber Botella in der Hexenheilerei hat mir schnell helfen können. Ich dachte, du hättest auch schon mal einen Pfeil ins Knie bekommen. wo waren denn diese Wohnräume? Waren die hier? Nee, weil hier gar nichts ist, oder? Nee, da geht's zur Festung. Ich muss hier... Aber wir können ja hier... Wir können erstmal warten, bis Tag ist. Es sind nur noch 2 Stunden. Warten mal 3 Stunden und dann sind wir auf der sicheren Seite. Tudum. Tudum. So, hallalal, das ging aber schnell. Gorsa. Nee, du hattest gar keine Infos. Das waren die... Braucht ihr eine neue Klinge? Nee, das waren die Typen bei der Schmelzhütte da unten. Juhu. So, ihr wart das. Und hier sind auch die Wohnquartiere. Schön, da wollte ich rein. Wohnkaserne heißt es. Na gut. Dann werden wir hier jetzt weiter ermitteln. So, pass mal auf. Die Wohnkaserne ist kein Ort für Leute wie euch. Was wollt ihr? Kanntet ihr Waylon? Oh ja, ich kenne jeden, der in der Wohnkaserne übernachtet. Okay. Man könnte sagen, ich bin hier für die Schlüssel verantwortlich. Ich schätze, jemand anderes wird sich nun sein Zimmer nehmen. Ich brauche den Schlüssel zu Waylons Zimmer. Tut mir leid, aber ihr habt hier nichts verloren. Es ist wichtig, glaubt mir. Vertrauen findet man hier ziemlich selten, aber nun gut. Schön. Könnt ihr mich im Schleichen unterrichten? Ich kann euch das ein oder andere zeigen, aber wenn jemand fragt, habt ihr das nicht von mir verstanden? Nein, haben wir nicht. Wir könnten hier eigentlich mal, was kostet das? Das kostet nicht viel, ne? Trainieren wir mal das volle Programm und sehen, dass die Leiste unglaublich langsam steigt. Gut, damit ist für dieses Level, also für Stufe 50, das Trainieren bei Trainern Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Aber wir müssen ja eigentlich auch nichts trainieren. Ich habe mir gedacht, wenn wir hier schon mal schleichen, vielleicht skill ich tatsächlich noch irgendwann um und mache auch die Diebesgilden-Quests im Schleichstil. Mal gucken. Wie gesagt, das ist alles noch nicht spruchreif. So, wir könnten auch einfach mal wieder quicksaven. Waylons Zimmer, Truhe durchsuchen. Gold, Mammutstoßzahn, brauchen wir nicht. Waylons Notiz. Die würde ich natürlich gerne lesen. Schwupp und Waylons Notiz. Waylon, ihr seid auserkoren worden, die Herzen der Nord mit Furcht zu erfüllen. Geht morgen auf den Markt, ihr werdet schon wissen, was zu tun ist. N. Finde heraus, wer N ist. Das werden wir auf jeden Fall tun. Mehr gibt's hier anscheinend wirklich nicht zu finden. Und ja, ich habe das Gold eines Toten gestohlen. Schande über mein Haupt. So, dann fragen wir jetzt nochmal oder gucken nochmal an der Schmelzhütte, ob die da immer noch Informationen haben. Ihr steckt eure Nase in Dinge, die euch nichts angehen. Ah. Es wird Zeit für eine Lektion. Ah. Wer ist euer Auftraggeber? Jemand, dem eure Fragen nicht gefallen. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid.
Oh, 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 was ist hier los? So, und noch einen aufgeladenen Schlag. Und noch einen aufgeladenen Schlag. Und noch einen aufgeladenen Schlag. Ihr macht mich wütend. Und du machst überhaupt keinen Schaden. Merkst du das denn gar nicht? Beziehungsweise macht er so wenig Schaden, dass er sich gleich wieder auffüllt. Verdammt! Bei den Göttern! Nein! Doch! Feierabend, Kollege. Ihr schäbiges Stück Arena-Futter! Sprecht oder ich schicke euch zu den Göttern! Nepos, die Nase hat mich geschickt. Der alte Mann gibt die Befehle. Ich sollte sicherstellen, dass sie nicht im Weg steht. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Na, wenn N mal nicht für Nepos steht, dann weiß ich's auch nicht. Wir rüsten mal wieder unsere Seelenaxt aus. Und bitte den... den Verbrennenzauber, der noch ausgerüstet ist. Japp! Und Waffen weg. So, ja, mit Sicherheit, Auftraggeber, mit Sicherheit die Silberblutfamilie. Also anders kann ich mir das nicht erklären, wenn Nepos da schon mit drin hängt. Und ich glaube, in Margrets Brief war da auch die Rede von... Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber auf jeden Fall auch von einem Mitglied der Silberblutfamilie. Dann würde ich sagen, statten wir... Ach nee, ich wollte ja unten mal fragen, ob die noch was über Wayland wissen. Zack. Ich beaufsichtige die Schmelzhütte von Markarth. Wenn ein Arbeiter aus der Reihe tanzt, rufe ich ihn zur Ordnung. Jupp, ich habe eine Frage zu Wayland. Was auch immer ihr wissen wollt, es ist mir egal. Ich betreibe eine Schmelzhütte. Das ist alles. Ihr müsst etwas wissen. Na gut. Als wir das letzte Mal die Löhne gezahlt haben, fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Wayland erhielt ein Stück Papier. Ging damit gleich auf sein Zimmer. Habt ihr den Schlüssel zu Waylands Zimmer? Natürlich ist das jetzt wieder ein bisschen durcheinander, was ich hier mache. Frag Garvey. Er kümmert sich um die Schlüssel der Wohnkaserne. Zu etwas anderem ist dieser Seuchenheini auch nicht zu gebrauchen. Na. Das will ich nicht nochmal hören, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. Ist jetzt diese optionale Quest nicht abgeschlossen, dann... Ja, natürlich ist sie nicht abgeschlossen. Wie super. Wie ich sowas immer mag. Also, wir haben ja den Schlüssel. Wir haben ihn nur schon benutzt. Okay, finde Hinweise über Tone. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Kanntet ihr Waylin? Den Abgeschworenen? Genau, ja. Wir wussten es alle. Sogar dieser dumme Sklaventreiber Mulusch. Fragt ihn einfach. Noch ein ehrlicher Mann, der in diesem Wahnsinn sein Leben verloren hat. Und wofür? Bis dann. Sie mögen nicht, wenn... Ich habe in der Schmelzhütte zu tun. Kanntest du Waylin? Sahst du nicht letztes Mal noch anders aus? Ihr solltet wirklich mit Mulusch reden, wenn ihr ein Problem mit einem Arbeiter habt. Okay, mit Mulusch haben wir schon geredet. Und gehen deshalb jetzt... Hey, ihr mischt doch Getränke zusammen, oder? Könnt ihr mir nicht ein Met brauen? Zu Nepos der Nase. Nepos die Nase. Wo war denn das Haus? Das Haus suchen wir noch. War das... Ach, hier. Ach, die ist ja aktiviert. Habe ich die aktiviert? Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall können wir auch beim nächsten Mal erstmal in die Schatzkammer gehen, denn hier drinnen kriegen wir wahrscheinlich Informationen über Tona. Hör den Drucker Tona. Ich glaube, den habe ich schon mal gebracht. Ne, jetzt ist er ausgelutscht. Und irgendwo da oben müsste die Bude von Nepos der Nase sein. Waren wir denn schon ganz da oben oder kommen wir da überhaupt hin?
Na gut, wir werden es vielleicht noch rausfinden. Aber an dieser Stelle erstmal ein Schnitt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir schauen beim nächsten Mal in die Schatzkammer rein und beschaffen Informationen über Tona. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.